Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Abenteuer hier in Tschechien, wieder unterwegs. Und ihr seht es im Himmel schon, es ist ziemlich in der Nacht noch. Wir schauen uns jetzt ein Gebäude an hier, dieses hinter mir. Und mal gucken, was sich da verbirgt. Die Vera ist mit dabei, sie wollte erst nicht mit rein. Ich wollte sie alleine reinschicken, aber... Sie ging mir nicht rein. Sie hat gesagt, allein geht sie da nicht rein um diese Zeit. So, jetzt kommt der LKW. Und schauen wir, was sich darin verbirgt. Da wollte ich ja schon mal rein mit euch zusammen und diesmal mit der lieben Vera. Und hier ist sie, die gute Vera. Blendet das Licht ein bisschen und wir sehen uns jetzt dies an, dieses Gebäude. Also, hallo ihr Lieben. Kommt mal mit hier. Kommt mal mit. So, es ist dunkel, wir haben Beleuchtung dabei. Hier steht es ja schon dran. Zutritt verboten. Aber wir sind ja zu zweit. Also nur zu dritt darf man hier nicht rein. So, jetzt schauen wir mal. Die Tür ist offen. Oh, lecker. Alles klar. Und hier der ganze Gang hier. Uiuiuiui. Hier der schaut schon raus, ein Fahrrad, Reifen. Hier haben wir so mehrere Schaltregale hier. Geht's? So, die Vera mit der Lampe. Und wir gehen gleich mal hier rechts die erste Tür rein. Hier seht ihr schon. Das erste Mal, wie ich hier war, wollte ich aufnehmen. Der Putz, die Decke, alles. Hier waren die Toiletten anscheinend. Genau. Da haben sie noch Drähte hingehängt. Hingehangen. Dann links wieder mehrere Toiletten. Okay. Und was haben sie da? Jetzt pass auf. Hier so mehr Schwänchen rosa. Dann das nächste Zimmer blau. Und das nächste grün. Oder gelb. Wahnsinn. Teller. Für die Spende, für die Putzfrau wahrscheinlich hier. Musste man zahlen. 50 Cent oder so. Aha. Da geht das Rohr rauf. So, dann schauen wir mal hier rechts rein. Da hängt sogar noch der Lampenschirm drauf. Und hier war ich ja schon mal. Aber nur ganz kurz. Wenn ihr das Video noch kennt. Alec, was liegt denn hier jetzt? Ist nichts Schlimmes. Und hier die Schmetterlinge. Das ist schon. Die Motten. Ich war ja hier mal. Hier nochmal die Lampenschirme. War ich hier schon mal? Dann ging ich hier rein schnell. Das war an einem Tag einmal. Und dann habe ich gesehen, die Aufnahme funktionierte nicht. Hat mir nicht aufgenommen. Dann bin ich am Abend schnell herein. Und dann war der zu. Das gab mir zu denken, ob da nicht einer wohnte. So, schauen wir mal weiter. Langsam hier rechts noch rein. Okay, hier sind Schuhe. Hä? Hier wohnt da wirklich wer? Okay, der Boden auch schon. Ihr seht sie schon. Hier ist noch ein Rasierer. Schwarz, Batterie, Zahnbürste und ein Lego, Duplo, Tasse, kleine da drunter, man sieht es ein bisschen, Stifte. Okay, dann hier, Unterhose, Schuhe, Bettwäsche, eine Hose, also hier wohnt doch noch einer, oder?
wie ich mir fast gedacht habe, dass da Obdachloser hier ist. Ist schon extrem hier. Was haben sie hier dran gezeichnet? 2 Quadrate. Und hier nebenan ist ja eine Kirche, aber ich weiß nicht, ob man da reinkommt. Schauen wir mal. Aber halt die Kamera nicht das Licht an, weil das blendet extrem dann. Du musst immer dann entweder dich anstrahlen, damit man dich sieht. Genau. Sehr gut. Am besten. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal weiter. So, dann gehen wir rechts, weil von links sind wir gekommen. Hier sind wir rein und hier geht es weiter. Es geht noch den Keller runter. Ihr kennt es vielleicht die. Und jetzt sind wir live hier, Leute. Mütter Vera. Ja, sehr interessant. Was ist denn da runter? Haben sie das reingeworfen? Oder? Ist das die Decke? Die Decke oder der Kopf. Meinst du? Ja, das kann sein, weil hier Balken drin sind. Die Decke. So rund. Da ist die Hauptstraße draußen. Wir sind mitten im Dorf. Okay. Hier. So, hier fahren die Autos schon. Draußen. Wahnsinn hier, oder? Lila. Ich möchte wissen, was das gewesen ist. Ein Kamin. Hä? Ein Kamin. Ein offener Kamin war das. Man hört die Autos draußen, weil die Hauptstraße ist und es ist so. Dann schauen wir weiter. Hier rüber, liegt auch die Rade aus. Und jetzt geht es ja eigentlich nicht mehr weiter, weil dann ist die Kirche schon dran. Hier sind auch noch Klamotten, gell? Hier wohnt doch bestimmt einer im ersten Stock oder im Keller, keine Ahnung. Katzenfutter, Dosen, Flaschen. Hier wohnt einer mit seiner Katze oder so. Und die Decke ist auch schon. Hier ist jetzt die Kamera. Glas habe ich zertreten ein bisschen. Milka, die zarteste Versuchung. So, jetzt schauen wir erstmal nach links, ob wir hier weiterkommen. Dann hier links nochmal rein. Ist eine kleine Kammer. Wo liegt eine Toilette? Ist noch hier. Oh, leck, da ist in der Toilette eine tote Maus hier. Oder was ist denn das? Was sind das? Tote Maus oder? Zigarette? Ja. Hä? Und hier? Wahnsinn, oder? Rund gehalten. Wahnsinn. Hier geht's in den nächsten Raum rein, ein Sweater. TV, oder? So. Gefliest war hier. Wir schauen weiter. Da kommt der Kaminkehrer zu. Was war das hier? Wahnsinn, was die für hier Leitung. So, dann gehen wir hier links. Hier geht es in einen anderen Lost Place, gleich gegenüber. Hier steht noch Fahrrad. Das war. Mit Schaltung. Wahnsinn. Hier geht es zum nächsten Lost Place drüber. Geht dann raus. Ja, und dann ist das nächste Gebäude auch Lost. Und alles so rund. Gewölbe. Hi.
Und hier geht's nach draußen. Wir schauen erstmal hier, weil wir mit diesem Gebäude noch nicht fertig sind. Hier geht's ja auch nach oben. Hier sind wir gekommen. Hier geht's nach unten und nach oben. Ihr kennt die Stelle vielleicht, für die alle Abenteuervideos gesehen haben. Aber wir gehen erstmal nach oben. Diese Mama, stabil gebaut, jawohl, so mag ich das. Oh, leckere Fenster. Gefliest hier. Und dann nach links. Oh, leck, da ist auch wieder alles runtergekommen. Hier geht's rum. Toiletten wahrscheinlich wieder, so wie es aussieht. Ein Zimmer. Okay. Der ist voller Sand hier, der Raum. Kies. Wahnsinn. Ein Sofasessel. Hier ist noch ein Zimmer. Wir filmen jetzt nicht höher, damit wir. Ach, schau mal den Sessel an. Der ist ja noch neu, sieht der aus. Nur ein bisschen Schimmel. Da wohnt bestimmt einer. Der Alkoholiker noch ist der. Oh, leck, da ist er. Ja, da muss ich schon mal gucken. Moment. Oh nein. Und jetzt sieht sich Ferkelsachen an. Rauchen tut er. Alkoholiker, sein Sofa steht hier. So, dann schauen wir weiter. Du kannst inzwischen da reingucken. Hier das Bildchen anschauen, das doppelseitige. Ich habe schon gesehen. Und hier? Hier ist so eine Nische. Hier geht es raus zum nächsten Gebäude. Das ist auch, gehört wahrscheinlich dazu. Hast du das Bild gesehen, ja? Ja. Hast du es genau? Ich habe es genau angesehen. Und was sagst du dazu? Naja, sehr schön. Naja, sehr schön. Und hier geht es nochmal höher. Oh, hier ist die Wand herausgebrochen. Und hier auch, okay. Mhm. Oh, so ein Geschmack hier. Da ist schon so ein Geschmack hier. Hier kommt auch die Decke runter. Rohre. Okay. Links weiter, ein größerer Raum. Okay. Hier geht es nach unten und nach oben, wo wir hergekommen sind, von unten. Wir gehen erstmal hier noch rein. Oh, da geht es ja genau in den anderen Raum rüber, oder? In das andere Gebäude. Okay, also erst. Und hier ist das andere Gebäude direkt gegenüber. Und da müssen wir gleich, ihr seht es hier, da müssen wir noch rüber. Das ist gut. Da hat er seinen Aschenbecher ausgeleert. Immer die Gläser rein. Müll. Hinterher. Ich glaube, der ist noch hier. Und hier Tempos. Oh, voll gemacht. Hat auch sein Geschäft verrichtet.
Und hier Tempo so. Tauschen Tücher und so weiter. Oh, leck. So, dann mal hier rüber. Auch mal hier? Nee. Ha? Überall Taschentücher. Schau mal her, voll den Hintern ausgewischt. Poh. Da kannst du oben kaum noch gehen, scheinen manche Räume. Siehst du das? Da geht die Decke schon durch. Da kannst du zum Teil nicht mehr oben lang gehen. Naja, Wahnsinn. In jedem Raum Taschentücher gebrauchte. Also, damit haben sie den Hintern abgewischt und das in jedem Raum hier. Hier oben. Was ist die Toilette hier oben? Wahnsinn. Poh. Wieder leerer Raum. Also, hier ist nicht viel zu sehen. Aber interessantes Bauwerk. Warum hat man so eine kleine Kammer gebaut und so hoch dann drin? Das ist schon seltsam. Und hier. So, müsst erst noch sollen wir da rüber gehen. Ja. Okay. Da ist. Ja, mir wurscht. Mir Regal. Gehen wir vor. Pass auf, da ist im Freien und ist eine Terrasse. Okay. Und hier ist die Kirche daneben dran. Und hier geht es ziemlich runter, wo wir vorher rausgeguckt haben. Hm? Da wieder Toilette gleich links. Und gleich daneben noch eine, das Badezimmer oder was? Da ist er noch. Was hat er denn da gemacht? Da liegt die Jacke und so. Westen. Da ist er noch Vorhang, hast du es gesehen? Hä? Ach, da ist er noch Vorhang links drin. Seht ihr das? Geh rein und dann schaust du nach links. Haus. Und hier geht die Treppe hoch und oh, ist das ein Bauwerk hier. Geht auch mal nach unten. Ja, weil wir mit einem anderen Raum sind. Aber da muss man jetzt vorsichtig sein, den traue ich nicht. Oh, leck, oh, leck. Ja. Was haben sie denn da? Da ist ja der ganze. Und der Geruch. Oder? Ich glaube. Warst du da drin? Warst du da drin? Nein, da war ich noch nicht. Weil ich glaube, dass hier jemand wohnt. Der Geruch ist so. Mhm. Oh, leck. Ich glaube nicht, dass hier jemand wohnt. Müll. Eben deswegen, weil der Müll da ist. Und der Geruch. Klamotten, ja Wahnsinn. Hallo? Da. Schau mal den Müll an. Der Lampenschirm hier. Siehst du, da hinten ist das Schlafzimmer, oder? Mhm. Das kommt mir so vor, ich muss jetzt hier Lampe umändern. Geh mal hinter. Nee, ich meine da rein in den Raum. Ob da drin liegt. Aber die sind dann noch ziemlich toasty. Sandwich Maker. Mhm. Muss da drin liegen. Da liegt da das ganze Bett und alles. Dann pass auf. Der ist da bestimmt drin. Ja. Oh, lecker. Die Vorhänge, der hat da gewohnt noch. Da ist das andere Sofa. Das ist. Oh, oh.
Das sieht alles fast noch neu aus, die Warnweste da drüben. Die sieht wie neu aus. Und der Geruch, das kannst du gar nicht beschreiben. Was sagst du zu der Corona-Maske? Ist auch noch hier. Die muss ja hier noch zu Corona-Zeiten und danach gewohnt haben. Die Lampe. Und dann geht hier noch eine Tür raus. Sind wir da gekommen? Geht da drüben eine Tür rein? Schau mal, ob da drüben eine Tür rein geht. Gleich rechts. Geh mal da rein. Nein. Da rechts? Ja. Komm mal da rein. Ich steige jetzt nicht über den Müll darüber. Dann komme ich darüber. Aber alles. SpongeBob, der. Oh, lecker. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Und hier kommst du rein, genau. Ja. Okay, da ist das. Oh, lecker. Der Vorhang. Oh, der Geruch, der ähnelt. Alter Mann. Und hier geht die Treppe runter. Sollen wir da mal runtergehen? Der wird da unten wahrscheinlich sein. Oder? Ich glaube, der ist unten. Die Treppe fühlt sich stabil an. Wenn noch bitte da hier unten liegt. Da ist es wieder frischer, weil der Wind reinpfeift. Hier liegt auch alles voll. Boah, Reifen, alles liegt hier. Und da lauter Zementsäcke und was weiß ich. Hier ist auch noch der Durchgang. Daniel Kloof. Alter, da geht's. Fenster, okay, Geländer. Ja, Wahnsinn hier. Hm? Hast du ihn schon gesehen, der wo hier wohnt? Den muss man doch irgendwo sehen. Da drüben ist noch was. Ist es auch noch ein Lost Place? Nee. Da waren sie damals eingebaut. Das ist schon. Hier geht's. Hm? Ich muss jetzt die Kamera umgreifen, weil das. So. Von oben sind wir gekommen. Oh, der Scheiß. Genau die Plastikflasche drunter. Und hier sind auch wieder Toiletten. Oh, ich muss hier rüber steigen. Hey, alles voll steht hier. Und auch Toiletten. Hier kommt die Decke. So. Oh, lecker, lecker. Da waren wir doch drin, oder? Dann können wir wieder hochschauen. Die Treppe. Da liegt noch eine Decke. Wahrscheinlich wieder ganz oben liegen. Oh, lecker. Moment, ich muss die Kamera umstellen. So. Sollen wir da es wagen da drauf? Aber da ist nichts mehr stabil hier. Oh, die Decke. Bleib lieber unten. Damit, da ist nur der Dachboden. Deswegen gefährlich, bleib lieber unten, weil die Decke, die Treppe hängt schon. Die Decke hängt schon und da ist alles. Computermaus hier. Oh, leck. Die Treppe freihändig ist schon, ihr seht es, da muss man rechts reden, weil die noch liegt. Hier ist die Kirche drüben und da das Gebäude, wo wir als erstes rein sind. So, die Treppe. Oh, die Treppe ist, und ich muss freihändig
weil ich ja die Lampe auch noch halten muss. Da kommt das Schwitzen nur durch Treppensteigen. So, da kommen wir wieder rüber. Jetzt sieht man schon besser hier. So. Warum bauen sie das so weit auseinander und wann kann man da rüber gehen? Ist das das Gebäude vielleicht von drin gewesen? Vom Pfarrhaus? Pfarrer, das Haus? Wo waren wir jetzt noch nicht? Da waren wir. Jetzt müssen wir nochmal hier, oder? Da, oh, da geht es ja nicht mehr weiter, oder? Weil da ist das Fenster, also kommst du jetzt. Oh nein. Und die Decke ist schon flach, schau her. Und da geht's. Oh, da muss ich dücken, sonst stößt du dir die Birne. Da muss ich. Alex, und das Räume. Jetzt sind wir ganz oben. Da ist die Schrägen. Ha? Da ist wieder der Dachboden. Mhm. Okay. So, schauen wir mal rein. Aber da brauchst du nicht reinsteigen. Mhm. Aber man sieht es, wie hier der Dachboden aussieht. Das ist schon. Aber ist auch fließend drauf. Die Wärme muss draußen bleiben. Weil es gefährlich ist. Und ich will nicht, dass ihr was passiert hier. Denn hier ist der Boden schon eingestürzt, ihr seht es. Deshalb nur mal sicher, damit meinen Gästen nichts passiert hier. Das wollen wir nicht. So. Und da geht es auch nochmal hoch. Okay. Gut. Dann okay, hier. Aha. Der Verkehr hier brutal. Und so bunte Zimmer, gell? Das sind ja alle Zimmer so extrem bunt. So in Kinderfarben oder so. Das ist schon. Was haben wir hier noch? Badezimmer oder Küche, was jetzt nicht. Genau. Da ist wieder ein Bad sein, genau. Ja. Hier die Leitungen, die Badezimmer mit Fliesen. Genau. Mhm. Und hier die Fliesen auch am Boden so. Mhm. So, dann schauen wir, was der Keller sagt. Mhm. Und da wolltest du alleine nicht rein jetzt. Ich habe zu Vera gesagt, ich bleibe hier draußen auf der Straße und sie soll mal alleine da mit der Kamera durchgehen und für mich das filmen. Sie hat erst gesagt, sie hat keine Angst und jetzt wollte sie alleine nicht hier rein. Ich habe gesagt, ich kenne einen blutigen Ort. Also sie hat da keine Angst. Sie hat gesagt, okay, ich schicke dich alleine mit der Kamera rein. Und jetzt habe ich sie gezeigt und jetzt wollte sie nicht alleine da rein. So was aber auch. So, also. So war's. Gut. Und jetzt sind wir wieder hier unten beim Eingang. Jetzt geht's den Keller runter. Vera? Ja? Den Keller machst du alleine jetzt? Nein. Doch, den machst du jetzt alleine, das schaffst du doch. Ich bitte. Den Reifen.
Einer muss ja auf Sicherheit achten, weil wenn jemandem was passiert, sollte dir was passieren, damit ich gleich voll leckerig. Nee, da können wir nicht weiter. Das ist ja was. Das. Ja. Nein, dann können wir noch nicht weiter. Ihr seht es. Ich zeige es euch nur mal kurz, damit das unter Wasser steht. Seht ihr? So sieht der Keller ungefähr aus. Also, das ist mit verschiedenen Holztüren. Das wäre schon interessant, da durchzugehen, aber der ist nicht groß. Okay. Okay. Kinderschuhe. Das ist immer so eine Sache, auf Lost Place Kinderschuhe und Kinderspielsachen zu sehen. Traurig irgendwie auch. So, jetzt schauen wir mal, weil da drüben auch noch ein Gebäude ist, ob man da reinkommt. Oder ob man in die Kirche rüberkommt. Das würde mich interessieren. So. So, liebe Freunde, das war das erste Gebäude und wir haben es gesehen. Wir schauen mal, ob wir ins müssen wir so, das sieht man uns am besten, ob wir rüberkommen in das andere Gebäude rein. Normal müsste man reinkommen, Fenster stand offen, aber ich weiß nicht, ob man in die Tür reinkommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Also in diesem Sinne bis entweder gleich oder in der nächsten Folge. Also, ciao. Hasta la vista. So. Und was sagst du zu dem Ort? Hm? Ist schon interessant und unheimlich. Allein würde ich irgendwie reingehen. Du hast gesagt, du traust dich allein auch rein. Also. Und jetzt. Unheimlich. So. Bis dann.